Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch den Saisonrückblick 2019 vorbereitet. Ich weiss, es ist schon ein bisschen länger her, dass die Saison fertig ist, aber ich habe gefunden, ich mache den Rückblick besser später als nie. Ich habe hier auf 3 Seiten mir ein paar Notizen gemacht und ich kann euch auch noch die Schleifen jeweils zeigen. Die Plaketten sind schon an der Wand, aber die Schleife habe ich gedacht, tue ich noch warten mit aufhängen, damit ich die... Also ich habe auch Bilder gemacht mit dem Lemmy mit allen Schleifen. Und jetzt kann ich euch hier auch noch jede Schleife zeigen. Am Anfang habe ich für euch ein paar Zahlen. Zwar sind wir letztes Jahr 18 Turnier gegangen. Davon haben wir 15 Klassierungen können heimbringen. Und zwar sind wir 14 Prüfungen Green Champ gegangen, davon 8 Mal klassiert. 9 Prüfungen FM springen, davon 4 Klassierungen. Ich war in 4 Equipen springen, 2x2 in Equipen und 2x in 4 Equipen. Davon war ich einmal klassiert. Ich bin 2 B-Prüfungen gegangen, bin ich beide Mal klassiert. Ich bin 1 D gegangen und 1 CC, beide Mal nicht klassiert. Ich werde jetzt einfach zu jedem Gongur kurz sagen, was ich gestartet bin, was ich so gemacht habe und so ein paar Bilder und Videoausschnitte einblenden. Und ich wünsche euch viel Spass bei diesem Video. Dann kommen wir zum Turnier Nummer 1. Das war in Murten. Dort bin ich 2 Prüfungen Green Champ gegangen und das ist ja eigentlich so, also ich bin im 2018 schon Green Champ gegangen in Büren, eine Prüfung. Dort konnte ich den 4. Rang erreichen, aber vorher bin ich auch schon in Murten einiges Green Champ gegangen, wo ich ausgeschieden bin wegen dem Graben. Das heisst, es war eigentlich so mein 3. Green Champ gewesen. Und dort bin ich 2 Prüfungen gegangen und natürlich wegen dem Graben, wo ich vorher immer ausgeschieden bin, sind wir vorher noch ins Training, wo er den Graben genommen hat. Aber trotzdem so bin ich halt nicht sicher gewesen, ob er jetzt den Graben auch nimmt oder ob er wieder bleibt stehen. Und von dem her waren meine Erwartungen nicht so gross gewesen. Und als ich dann im ersten Umgang 2. und im 2. Umgang 4. geworden bin, ich natürlich einfach nur überglücklich gewesen und ich hatte eigentlich gar nichts erwartet, dass wir überhaupt klassiert sind, geschieden dann 2-mal. Das zweite Turnier war dann in Lopen. Dort bin ich 2 Prüfungen FM3 gegangen. Im ersten Umgang mit Zeitmessung hatte ich einen Fehler, aber bin noch gerade dritt und somit letzt klassiert worden. Und im zweiten Umgang war es dann 2 Phasen. Dort hatte ich in der zweiten Phase einen Fehler und bin dann erst nicht klassiert worden. Das dritte Turnier war nachher das Equipe-Springen an der BA in Bern. Das war das erste Mal, als ich hier gestartet bin. Und natürlich, wer die BA kennt in Bern, das ist eine grosse Messe in der Schweiz. Und ja, das Feeling dort ist so etwas anders als den normalen Gongkuren. Erstens sind es unglaublich viele Zuschauer. Das zweite war, dass wir alles in Zelt drin war, als Abspringen, und dort hatte es sogar auch schon Zuschauer gehabt und einen Kommentator, der
halt erklärt hat, was wir machen und so. Und dann nach dem Einspringen sind alle go Barke schauen. Es hat nicht so viele Equipe gehabt, deswegen ist das eigentlich gegangen. Und dann beim Barke schauen hat wieder der Speaker so gesagt, ja, jetzt sollen sie sich den Barke einprägen und sich absprechen und so. Und es war echt komisch gewesen, weil dort sie sehr, sehr viele, also mehrere hundert Leute gsi, die wirklich so zugeschaut haben und auch zum Teil sogar Leute, die mich kennt haben. Und dann hat es angefangen und der Lemmy wollte zuerst nicht hingehen auf den Platz, wollen. Das war so ein bisschen kritisch gewesen. Aber dann, im Parkour hat er es dann wunderschön gemacht und mir eine Nullrunde können zeigen. Leider hat mein Vater einen Fehler gehabt und deswegen sind wir erst nicht kassiert gewesen. Aber es hat trotzdem eine Plakette gegeben, aber keine Schleife. Turnier war dann in Worpen. Dort war ich am Freitag 4er Equipe und am Sonntag eine Prüfung B75 und eine B80 gestartet. Am Freitag in der 4er Equipe hatte ich einen Fehler. Und unsere Equipe war dann nicht klassiert. Dafür konnte ich am Sonntag dann zweimal eine Nullrunde zeigen. Und es war beides auch mit Idealzeit. Und im ersten Umgang bin ich 8 geworden und im zweiten Umgang konnten wir gewinnen mit 900 Schuh Abstand zur Idealzeit. Turnier Nummer 5 war dann wieder FM-Springer in Gümmenen. Zwei Prüfungen FM3. Ich hatte wiederum in beiden Prüfungen eine Stange. Einmal war ich nicht kassiert und im zweiten Umgang bin ich dann zweit geworden. Ich war in Sumiswal. Dort sind wir bis jetzt noch nicht gestartet. Da ich aber den Gewinnschirm begehrte, habe ich halt so ein bisschen geschaut, dass ich mehr Gewinnschirm starten kann. Und in Sumiswal bin ich auch wieder zwei Prüfungen Gewinnschirm gestartet. Im ersten Umgang haben wir leider ein Revue gehabt. Und dann war ich dann noch klassiert. Und im zweiten Umgang haben wir dafür mit 400. Abweichung zu der Idealzeit gewinnen. Beim Turnier 7 ist es dann gerade wieder mit zwei Gewinnschirmprüfungen weitergegangen, und zwar im CS Werthof. Dort durfte ich im 2017 dann meinen ersten Sieg feiern, schon dann in einer Idealzeit. Dieses Jahr hat es leider zweimal knapp wegen ein paar hundert Stunden nicht gelangt, und zwar bin ich in beiden Prüfungen zweit geworden. Aber trotzdem ist es natürlich ein sehr grosser Erfolg, weil in beiden Prüfungen zweit werden, ja. Das ist natürlich auch schon eine ziemliche Leistung, und gerade in der Idealzeit, wenn es relativ knapp ist, ja, kann man da eigentlich nicht viel sagen. Und ich war sehr, sehr stolz gewesen an diesem Tag, wie der Lemmy gelaufen ist. Turnier 8 war nachher in Zolgried. Wieder zwei Prüfungen Gewinnjump. Dort hier hat es zusätzlich noch eine Stilwertung gegeben, aber es war irgendwie nicht so am Lemmy sein Tag. Er ist wirklich nicht so gut gelaufen und war recht rückhaltig. Von dem her hatte ich in Stilwertung eigentlich schon nicht so viele Chancen gehabt. Im ersten Umgang hat es dann noch sehr fest geluftet. Und durch verschiedene Einflüsse haben wir dann zwei Revue gehabt.
Im zweiten Umgang haben wir uns hingegen wieder verbessern. Es ist dann irgendwie immer noch nicht richtig gut gelaufen. Und durch das, dass er abgelenkt wurde, hat er dann auch eine Stange gehabt. Also ja, ich konnte ihn zu wenig aufmerksam behalten, weil es eine lange Galoppstrecke war vorher. Ich hatte dann eine Stange gehabt. Wir sind trotz dieser Stange noch dritt geworden. Und hier dazu muss man sagen, das ist auch die einzige Stange in Gewinnschampprüfungen im Jahr 2019. Turnier Nummer 9 war in Utzenstorf. Dort bin ich am Morgen eine Prüfung Gewinnschamp gestartet und am Abend noch in der Viererregippe von unserem Reitverein, wie auch schon in Worben. Und es ist für mich, also wenn man jetzt BA, wo ein inoffizielles Turnier ist, ausklammert, eigentlich das erste Turnier war, wo ich nicht klassiert war. Klar, in anderen Jahren war ich mehr nicht klassiert als klassiert, aber halt in diesem Jahr war es für mich ja nicht schwierig, aber schon so ein bisschen, ja, frustrierend, dass ich im Gewinnjump am Morgen 7 Sekunden zu schnell war. Also sonst bin ich in Idealzeit wirklich immer relativ nah dran gewesen. Und 7 Sekunden sind halt schon recht viel. Aber ich habe auch probiert, an den nächsten Turnier mich wieder zu verbessern, und das ist, wieder dem Wert gesehen, auch gelungen. Aber an diesem Tag war das schon etwas schwierig, vor allem ich konnte nur eine Prüfung Gewinnschampe reiten, das heisst, ich konnte nicht reagieren. Am Abend in der Equipe ist leider unsere Equipe schon beim ersten Reiter ausgeschieden, aber ich durfte meinen Umgang gleich noch reiten. Und ich hatte auch nur eine Stange, obwohl wirklich ergebig hoch an 90 Bar gut gestanden. Und das hat mich dann wieder sehr positiv gestimmt, dass der Lemmy so gut gesprungen ist. Turnier 10 war in Langenthal. Da bin ich wieder zwei Prüfungen Gewinnschamp gestartet. Und im ersten Umgang bin ich effektiv wieder 7 Sekunden zu schnell gewesen, wie schon in Utzenstorf. Und dort hat es dann knapp nicht für die Klassierung gelangt. Im zweiten Umgang konnte ich dann reagieren, bin ein bisschen weiter gehen, habe ein bisschen weniger vorwärts geritten. Und dann sind wir dann auch noch dritt geworden mit 2 Punkte, genauso wie der erste und der zweite auch, das heisst sehr knapp wieder am Sieg vorbei. Elfte Turnier war in Schwarzenburg und hierzu muss man noch kurz sagen, Schwarzenburg war am Samstag, 3. August und Langenthal, das 10. Turnier, war am Donnerstag, 1. August. Das heisst, dazwischen war noch ein Tag und wir sind so ganz sicher, wie der Lemmy das wegsteckt. Aber wenn man es nie probiert, weiss man es auch nicht. Und der Lemmy hat es sehr, sehr gut weggesteckt, denn es war das allererste Mal, als wir zweimal im FM3 klassiert waren. Also bis jetzt bin ich immer von 2 Prüfungen eine oder gar keine klassiert. Und in Schwarzenburg waren wir tatsächlich in beiden Prüfungen klassiert. Im ersten Umgang hatte ich 0. Und es hatten einfach 2 Leute 0 von 10 gestarteten. Und somit bin ich 2. geworden. Und im zweiten Umgang hatte ich dann leider schon einen Fehler am 1. Also von der ersten Phase. Und durch das bin ich dann ziemlich vorwärts geritten. Und habe mich dann noch ganz knapp auf dem 5. Rang klassieren können. Also nach mir hatte es noch andere, die in der ersten Phase Fehler hatten, aber erst später, und durch das halt ein bisschen ruhiger sind geritten, und so konnte ich sogar mit Tempo mich noch klassieren. Und das hat mich unglaublich gefreut, dass ich dort wirklich zweimal klassiert sein konnte im FM3, weil das habe ich bis jetzt wirklich noch nie geschafft. Das
12. Turnier hat dann wieder in Laupen stattgefunden, wie auch schon das 2. Turnier dieses Jahr. Es ist aber ein anderer Verein, der es austritt, einfach auf dem gleichen Platz. Und dort bin ich 2 Prüfungen Green Champ gestartet. Im ersten Umgang hatte ich leider ein Revue und war dann nicht mehr klassiert. Im zweiten Umgang konnte ich mich dann aber auf dem 11. Rang noch knapp klassieren. Das 13. Turnier war in Kienersreuthi. Das ist auch ein Turnier, wo wir wirklich alle Jahre hergehen. Und dort bin ich wiederum 2 Prüfungen FM3 gestartet. Und ja, das 2. Mal in diesem Jahr war ich dann nicht kassiert. Und zwar im ersten Umgang hatte ich 0 zwar, aber bin erst nicht kassiert worden, weil ich zu langsam war. Und im 2. Umgang hatte ich dann einen Fehler in der ersten Phase und bin dann 2. nicht kassiert. Also das 2. Mal das Jahr, wo ich weder Plagette noch Schleife hingebracht habe. Turnier waren dann Pony Sporttag in Arbeck. Dort bin ich mit Nicole zusammen im Equipenspringen gestartet. Und wir haben dort beide eine Null-Fehler-Runde zeigen. Und vor allem Nicole war sehr, sehr schnell gewesen. Und da haben wir uns auf dem 3. Rang klassieren. Das Turnier waren dann auch schon die Freiberger Schweizer Meisterschaften. Dort bin ich in höchster Stufe, also FM3 gestartet. Und ja, die Freiberger Schweizer Meisterschaften waren noch nie so unser Turnier, so auch in diesem Jahr nicht. Ich hatte im Parkour 2 Stangen, also wäre eh schon nicht weitergekommen im zweiten Umgang. Und zu allem Zuge bin ich dann aus, ja, irgendwie habe ich nicht aufgepasst und das Ziel ist etwas doof gestanden und dann bin ich nicht durchs Ziel geritten und so sind wir noch eliminiert worden. Also war das für uns eigentlich das schlechteste Turnier des Jahres. Aber eigentlich abgesehen von diesen 2 Stangen wäre der Lemmy eigentlich sehr gut gesprungen und er ist auch schön vorwärts gegangen. Also das geht alles voll auf meine Kappe. Also er hat wirklich, er hat sein Bestes gegeben. Das Turnier war für mich wieder relativ speziell. Und zwar bin ich ein Derby gegangen, also das Aschbli-Derby. Und bis jetzt bin ich eine Derby gestartet vorher in Murten, letztes Jahr, im 2018. Und bin dort nicht hinten rausgekommen. Ja, immer noch wegen dem ominösen Graben, den es halt dort in Murten hat. So war das eigentlich mein 2. Derby gewesen, und ich habe bis jetzt noch nie eins beendet. Und ich war eigentlich noch mal überglücklich, haben wir das Derby zwar mit 10 Sekunden zu langsam, aber 0 Fehler aus dem Parkour können beenden. Aber da es natürlich Idealzeit war, hat es nicht mehr für eine Klassierung gelangt. Aber bis zum Rang 15 hat man noch eine Plakette bekommen. Also haben wir noch eine Plakette bekommen und auch eine Schleife. Wo alle, die beendet haben, haben eine Schleife bekommen. Das war wieder ein sehr spezielles Turnier für mich. Also ihr seht, am Ende der Saison habe ich noch ein paar speziellere Turniere gegeben. Und zwar bin ich das erste Mal in meinem Leben und auch in Lemmys Leben, also er ist auch das allererste Mal, CC gestartet. Und zwar bin ich am CC in Bern und bin dort
CCB Welcome Prüfung gestartet. CCB Welcome ist eine Einsteigerprüfung für Anfänger im CC. Dort ist das Dressurprogramm sehr vereinfacht. Das Springen ist nur 70 cm hoch und das Cross nur 60 cm hoch. Es darf keine Kombinationen haben und durchs Wasser wird nur durchgeritten und nicht ein- oder ausgesprungen. Und durch das habe ich das Gefühl, ich kann mal, ich probiere das mal. Das Dressurprogramm haben wir vorher nicht so viel können, weil es war eine recht spontane Entscheidung war. Und ja, dressurmässig haben wir bis dann noch nicht so viel gemacht. Und ja, danach war ich schon stolz gewesen, dass ich mit etwas über 50% nur viertletzt geworden und nicht ganz letzt. Im Springen hat der Lemmy gezeigt, dass er natürlich ein Springer ist und hat eine wunderschöne und gar nicht mal so langsame Nullrunde gezeigt. Aber die Zeit ja eigentlich absolut keine Rolle spielt, sondern nur Punkte. Im Crossnair haben wir auch mit null Hindernisfehler, also ohne irgendein Revue, können durchreiten. Und da im Wasser kurz etwas gezögert hat und halt auch sonst 400 Meter pro Minute relativ zügig war für uns, haben wir dann 9 Sekunden Zeitüberschreitung gehabt. Aber für das erste CC war ich voll zufrieden gewesen und wir waren etwa so im Mittelfeld klassiert gewesen, am Schluss. Da wir mit eigentlich nicht vielen Punkten in Cross und gar keinen Punkt im Springen ziemlich können überholen. Aber für eine Klassierung hat es dann einen nicht mehr gelangt. Und das letzte Turnier in diesem Jahr war dann der ZKV-Final. Das ist das allererste Mal, als ich am ZKV-Weekend gestartet bin. Und zwar bin ich dort durch Green Jump-Final geritten. Und als Siegerin von der Jahreswertung bin ich natürlich mit ja, sehr hohen Ansprüchen an mich dorthin. Und ja, die Ansprüche sind dann am Pulvermanns Grab gestorben, wo wir zwei Revue hatten. Aber ich wollte mir da überhaupt nichts vorwerfen. Erstens war es im Training und auch im CC das Pulvermanns Grab immer gesperrt gewesen. Das heisst, er hat es noch nie gesehen. Und es hat auch viele dort gehabt, wo schon mehr gestartet sind und das Grab schon oft gesprungen sind. Und er hat es halt noch nie gesprungen. Und dazu ist auch gekommen, dass der Boden mega weich war. Und da ich als zweitletztes bin gestartet, sind halt auch schon so sehr viel drüber und der Boden war ziemlich tief gewesen, aber beim dritten Mal hat er es dann schön genommen und wir den Parkour noch beenden. Natürlich sind wir dann dritt oder viertletzte, ich weiß nicht mehr geworden, aber da im ZKV-Final alle kassiert werden, also kassiert nicht natürlich offiziell, aber alle dürfen an die Siegerehrung und bekommen Plaketten und Schleifen. Plus, ich bin auch geehrt worden für den Sieg in der Jahreswertung. Ich habe noch einen TRM-Schabrack bekommen. Und durch das eigentlich, ja, habe ich das ziemlich schnell vergessen gehabt, dass unsere Träume am Pulvermanns Grab gestorben sind und ich doch noch eine Schleife heimbringen durfte. Was ich gleich noch erwähnen möchte, obwohl es jetzt kein Turnier ist, aber für mich gehört es irgendwie gleich so ein bisschen zur Saison dazu, ist der Patrouilleritt in Schwadernau, wo ich wieder mit der Nicole und ihrer Flo war. Und dort hier haben wir, also wir hatten das nie erwartet, aber wir sind eigentlich bei allen Bösten so, haben wir so einigermaßen können und am Schluss sind wir tatsächlich viert geworden. Und immer wenn ich bis jetzt an Patrouilleritten begangen, so ist das Ziel, sie auch nicht letzt werden. Und ja, jetzt sind wir tatsächlich viert geworden und wir es kaum glauben, wo sie uns als viert schon aufgerufen haben. Und ich habe das einen unglaublich coolen Abschluss von der Saison gefunden. Zum Schluss möchte ich noch kurz etwas erwähnen. Und zwar ist der Lemmy in diesem Jahr plus minus 31 Prüfungen gelaufen und in diesen 31 Prüfungen hat er 6 Revue und 11 Stangen. Also ihr könnt euch selber mal ausrechnen, wie oft das Ross eigentlich nur gelaufen ist, weil er zum Teil auch 2 Revue und 2 Stangen hatte. Also
Ich habe es jetzt gerade nicht ausgerechnet, wie oft er noch ist gelaufen, aber auf jeden Fall, er ist öfter noch gelaufen, als dass er Fehler gemacht hat. Und ich finde einfach, es war eine unglaublich gute Saison gewesen. Es ist schon die beste, die wir je hatten. Jetzt nicht gewinnpunktemässig, da Gewinnscham keine Gewinnpunkte gibt, aber halt, was Plagetten und Schleifen und Klassierungen angeht, übertrifft das alles, was wir bis jetzt hatten. Und ich hoffe natürlich, dass es, sobald die Situation nach Corona wieder normal ist, dass es so wird weitergehen wird. Und er ist top in Form, er ist gut gelaunt, er springt toll. Und ich hoffe auch, dass unser Weg im CC noch ein bisschen weiter wird gehen. Und in diesem Sinn hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.